I think that I was asked to give a talk on Zen and psychotherapy, but I am not sure because I think the request was in German. Also ich glaube, dass die Anfrage an mich ging, dass ich einen Vortrag über Zen und Psychotherapie halten soll, aber darüber bin ich mir auch nicht ganz sicher, weil die Anfrage auf Deutsch war. But I'm going to give a talk anyway on Zen and behavior therapy. Mainly because I am a behavior therapist. Und trotzdem, nichtsdestotrotz, werde ich einen Vortrag halten über Zen und Verhaltenstherapie, einfach deshalb, weil ich Verhaltenstherapeutin bin. When I first came here as a behavior therapist and people found out that I was a behavior therapist. Als ich zuerst hierher kam und die Leute das dann erfahren haben, dass ich Verhaltenstherapeutin bin, they almost had a heart attack. Hatten sie fast einen Herzschlag. You cannot be a behavior therapist in here and be in Zen. That doesn't go together. Und dann haben sie gesagt, das geht einfach nicht. Du kannst nicht Verhaltenstherapeutin sein und Zen praktizieren. Das passt nicht. Das geht nicht. So I'll see what you have to say when I finish. Also jetzt könnt ihr mal abwarten, was ihr dazu sagt, wenn ich fertig bin. I'm going to start though with my relationship with Will August, because in truth, he could be a co-author of practically everything I've written. Also ich werde damit beginnen, mein Verhältnis zu Willi erzählen, denn in Wirklichkeit ist es so, er könnte eigentlich als Co-Autor genannt werden von allem, was ich veröffentlicht habe. I met Willigus in the early 1980s. Neither of us can remember the exact date. Und ich habe ihn in den frühen 80er Jahren getroffen und keiner von uns beiden weiß noch, wann das genau war. I was and am an academic researcher, and at the time I was trying to develop an effective treatment for people extreme high risk for suicide with multiple disorders that no one else wanted to treat. Und damals war ich an der Universität beschäftigt mit Forschungen dazu, wie man Leute behandeln kann, die hoch selbstmordgefährdet waren und von daher, wo auch Schwierigkeiten es gab, die zu behandeln. And I was the first person to try to develop an effective treatment for this group of people. Und ich war die erste Person, die versucht hat, für diese Gruppe von Leuten eine effektive Therapie zu entwickeln. I was not worried in the slightest because I totally believed in behavior therapy. Und ich habe mich auch nicht im geringsten gekümmert oder gesorgt, weil ich völlig von der Verhaltenstherapie überzeugt war. It was a disaster. Und es war eine Katastrophe. Behavior therapy of that particular point in history was a technology of change. Verhaltenstherapie zu dem Zeitpunkt, als ich damit begonnen habe, war eine Therapie der Veränderung. And I needed a technology of acceptance. Und was ich brauchte, war eine Technologie der Akzeptanz. The acceptance therapies of the day were ineffective because the patients would say, aren't you going to help me? Und die Akzeptanz Therapien, die es damals gab, die waren nicht effektiv, weil die Patienten dann gesagt haben, ja, wirst du mir jetzt nicht helfen? They had to find acceptance and integrate it with change. Und deshalb musste ich mich um den Aspekt der Akzeptanz kümmern und das aber integrieren in diesen Bereich des Wechsels. The problem at the time was in my own life. I realized I really was not doing very well at acceptance myself. Das Problem dabei war auch, dass ich festgestellt habe, dass ich auch in meinem persönlichen Leben noch nicht bereit war, Akzeptanz zu leben. As you can tell by the stories of me and going into Willigus. So wie ihr es ja auch schon gehört habt bei dieser Geschichte vorhin von Doris, als ich bei Willigus drin war und nicht raus wollte. So it just so happened that I'd been trained in contemplative prayer by a group in Washington D.C. in the United States. Und es war auch der Fall, dass ich damals auch eine Ausbildung hatte in kontemplativem Gebet und in der Gruppe war in Washington. So I decided that what I needed was a teacher and if I was going to have a teacher, I might as well have the best in the world. Und deshalb habe ich mich entschlossen, nach einem Lehrer zu schauen und habe gedacht, und wenn ich schon einen Lehrer suche, dann könnte es doch auch gleich der Beste in der Welt sein. So I called them up, all the people that I knew, a lot of people, and I said, who is the best teacher in the world? Und deshalb habe ich dann viele Leute angerufen und habe die danach gefragt, was könnt ihr mir raten? Wer ist der beste Lehrer auf der Welt? Only two names came down. Und zwei Namen haben sie mir dann genannt. Shasta Abbey in California, which was run by a woman, Roshi.
Shasta Abbey, das ist eine Abtei in Kalifornien, die damals von einer Frau geführt wurde. And Willigis, who is a Catholic priest. Und Willigis, einen katholischen Priester. I did not know he was a Zen master. Und damals wusste ich noch nicht, dass er auch ein Zen-Meister ist. So my question was, was I a Catholic or a woman? Und die Frage für mich, die sich gestellt hat, war, gehe ich zu einem katholischen Mensch oder gehe ich zu einer Frau? So I went to the woman first. Also bin ich zur Frau gegangen zuerst. Which was, I knew in no time at all, I had found exactly what I was looking for there. Und das war dann das, wo ich in kürzester Zeit gewusst habe, ich finde das nicht, was ich gesucht habe dort. But it was a very short stay residential. Und es war nur ein kurzer Aufenthalt, dass ich dort geblieben bin. So I decided to just meet with Willigis. Und deshalb habe ich mich dann entschlossen, Willigis zu treffen. And so I don't remember where this was, but it was in the United States. Und ich weiß eben nicht mehr genau, wann das war, aber es war in den Staaten. And in my very first meeting with Willigis. Und bei meinem allerersten Treffen mit Willigis. He asked me, how old are you? Fragte er mich, wie alt bist du? So I told him. Und dann habe ich es ihm gesagt. He said, that's boring. Und er entgegnete darauf, das ist ja langweilig. So, by the time he had dragged out of me how old I and you are. Und dann bei der Zeit, die es gedauert hat, bis er es aus mir rausgezerrt hat, dass es darum geht, wie alt ich und du bin oder sind, wie alt wir alle sind. I knew I had found my teacher. Dann wusste ich, dass ich meinen Lehrer gefunden habe. So I took a leave of absence from the University of Washington. Dann habe ich mich eben an der Uni von Washington freistellen lassen. I told him it was necessary for my work. Und habe denen natürlich gesagt, dass es sehr wichtig für meine Arbeit ist. And I came to Würzburg. Und bin nach Würzburg gekommen. And moved in. Und bin eingezogen. So I'm going to tell you in a few moments how Zen and behavior therapy are so compatible. Und in wenigen Augenblicken werde ich euch erzählen, wie Zen und Verhaltenstherapie kompatibel sind. But I realize you'd probably be more interested in all the stuff I learned from Willigis. Aber ich habe erkannt, ihr seid wahrscheinlich mehr daran interessiert an all den Dingen, die ich von Willigis gelernt habe. I forgot to turn my timer on, so I have 60 minutes to go. Ich habe vergessen, meine Uhr zu stellen, also habe ich jetzt noch 60 Minuten. I got it going now. No, we'll just leave it this way. All right. So I'm going to start by telling, this is actually very important because I think that I'm not sure I 100% realized until I was sitting here writing this and listening to people talk about Willigis. I'm not certain I really realized that the treatment that I've developed, which almost everyone would agree is the most effective treatment in the world right now for the severe group that I treat, I did not realize how unbelievably influential Willigis has been and that treatment being effective. Und ich habe das wirklich nicht ganz erkannt, bis es eben so weit war, dass ich hier saß und mir die Gedanken gemacht habe und das aufgeschrieben habe, diesen Vortrag, dass ich mir darüber bewusst wurde und das erkannt habe, wie unendlich wichtig für diese Arbeit mit diesen extrem schwierig zu behandelnden Patienten, die ich mache, diese effektive Arbeit, wie wichtig da der Anteil von Willigis daran ist. So, first I'm going to tell you the main things that I learned from him that have been incorporated in to the treatment, which is called dialectical behavior therapy. Also werde ich euch zuerst jetzt von den Dingen berichten, von den Aspekten, die ich in meine Arbeit von Willigis übernommen habe und integriert habe, meine Arbeit, die sich dialektische Verhaltenstherapie nennt. Dialectics means bringing together and synthesizing opposites. Und dialektisch bedeutet in dem Fall Dinge zusammenbringen, die aus entgegenliegenden aus gegenüberliegenden Gegensätzen bestehen. And the opposites that are being brought together are acceptance and change.
Und diese Gegensätze, Gegensätze, die zusammengebracht werden, das sind einmal Akzeptanz und dann Veränderung. So the first thing I learned from Willigus, as I'm sure anyone who has been a student of his has learned, is the unbelievable importance of kindness and compassion without treating difficult behaviors as a mental disorder. Also das Erste, was ich von Willigus gelernt habe, das Wichtigste auch, ist das Behandeln von Leuten, in diesem Fall mit geistigen Störungen, mit Mitgefühl und Achtsamkeit. Willigus, he had this unbelievable ability to be kind and to also go to the core of a problem. Willigus hat diese unglaubliche Fähigkeit, gleichzeitig gütig zu sein und dabei an den Kern eines Problems zu gelangen. Much as he said for many years really negatives about psychotherapists. Obwohl er viel negative Dinge auch über Psychotherapeuten gesagt hat im Lauf der Jahre. Willigus was a psychotherapist. Trotzdem war er auch ein Psychotherapeut. The most important thing I remember him saying to me, which I have said to many patients. Und das Wichtigste, was er je zu mir gesagt hat und was ich wiederum zu sehr, sehr vielen Patienten gesagt habe. At that time in my life, I would not say I was very often sad, lonely and in tears. Zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben war ich sehr, sehr oft traurig, in Tränen aufgelöst, einsam. And for sure could not find what I was looking for. Und konnte natürlich auch nicht das finden, wonach ich gesucht habe. So I asked Willigus one time, I said, Willigus, what is wrong? Und dann habe ich Willigus einmal gefragt, Willigus, was stimmt nicht? And I'll never forget, he said, Marcia, you're just homesick. Und ich vergesse nie, was er gesagt hat. Er sagte, Marcia, du hast nur Heimweh. I can't tell you how useful that line has been with the many people I treat who are homesick. Und ich kann euch nicht sagen, wie nützlich das war, dieser Spruch, den ich vielen Leuten gesagt habe, dass sie heimwehkrank sind. Now, after I left here, I knew that I had what I needed, so I had to figure out a way to teach it to patients. Und als ich dann von hier weggegangen bin, wusste ich, dass ich jetzt gefunden habe, was ich brauche, aber ich musste einen Weg entwickeln, wie ich das in die Behandlung von Patienten einarbeiten konnte. So I went home completely confident. Also bin ich heimgegangen, völlig zuversichtlich. Till I found out that my patients refused to take off their shoes. Und musste daheim feststellen, dass meine Patienten sich geweigert haben, die Schuhe auszuziehen. They would not sit on the floor, and I couldn't remember why they should do it. Sie haben sich geweigert, sich auf den Boden zu setzen, und ich konnte mich wiederum nicht daran erinnern, warum sie das eigentlich sollten. They told me they didn't do breathing. Und sie haben mir gesagt, nein, atmen machen sie nicht. When I said no problem, we'll just walk. Und als ich dann gesagt habe, auch kein Problem, wir laufen einfach. And I went walking, they were to follow me. Und ich würde voranlaufen, sie würden mir folgen. I turned around and discovered only one person was following. Habe ich mich rumgedreht und festgestellt, dass wirklich nur eine Person mir nachgekommen ist. I am perseverance, so if nothing else. Mm-hmm. Ich bin aber hartnäckig, wenn nichts anderes. And I started coming back to Germany twice a year. Damals habe ich dann begonnen, zweimal im Jahr nach Deutschland zu kommen. And I was determined to figure out, what was he really teaching me? Und ich war wild entschlossen, rauszufinden, was war es, was er mir wirklich beibrachte. I realized it was none of that stuff. Weil ich erkannt habe, das, was ich gedacht hatte, war es nicht. So, I'm going to run through some of these, and you'll see how valuable they are if you're a therapist or probably a parent. Und deshalb werde ich jetzt einige von diesen Dingen vorstellen und ihr werdet erkennen, wie nützlich die sind, wenn ihr vielleicht auch Therapeuten seid oder auch Eltern. So of course the first thing I was learning was how to observe, how to be mindful, how to notice what I was seeing in the moment. Das erste, was ich gelernt habe, war zu beobachten, zu schauen, achtsam zu schauen, was in diesem Moment passierte. But the other thing I learned that to me is one of the best parts of Zen. Und die andere Sache, die ich noch gelernt habe, und das ist für mich das Allerbeste im Zen, is that there are many ways to observe.
dass es ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Wege gibt zu beobachten. In contrast to many other approaches where, you know, you do this. Im Gegensatz zu vielen anderen Herangehensweisen, wie man etwas so tut. At least with Willekes, he was willing to change whatever I was doing hourly. Vor allem mit Williges war das so. Er war, er pflegte es, alles, was er mir gelernt hat, stündlich zu wechseln und zu ändern. If necessary only, of course. Natürlich nur, wenn es notwendig war. My best example being that I have all of my patients do. Mein bestes Beispiel dafür ist, dass if you really cannot focus the mind, dass ich allen meinen Patienten, that I was, if you can't focus the mind. Wenn man seinen Geist nicht zentrieren kann. Willekes, sorry to give away all your secrets. So Willekes, jetzt werde ich alle deine Geheimnisse verraten. But Willekes, I go in, I say, I just can't do this. Und ich würde reinkommen zu Willekes und würde sagen, ich kann es einfach nicht. He takes out his fingernail. Und er zeigte mit dem Finger und. This is actually good. Try it sometime. He said, go across here with your fingernail. Und hat gezeigt, wie man mit dem Fingernagel am Mund an der oberen Lippe entlang fährt. And then watch it until you can't feel it anymore. Und dann beobachtet es so lange, bis du es nicht mehr spürst. So I did it, and it turned out that you could focus for a long time on that. Und ich habe es probiert und festgestellt, dass man für eine sehr, sehr lange Zeit sich darauf konzentrieren konnte. The point I'm making is that it was designed so that if you went in and needed a different practice, he would help you develop one that would be useful for you. Der Punkt war daran, dass wenn man zu ihm reinkam und es der Fall war, dass man eine andere Übungsform gebraucht hat, dann würde er einem eine neue aufzeigen, die dann in dem Moment für einen geeignet war. And it is that flexibility that's critical as a therapist. Und das ist diese Flexibilität, die notwendig ist in der Therapie. The second thing I learned from Willekes, which is even better than that, was the importance of the ability to describe what one observes. Und die zweite Fähigkeit, die fast noch wichtiger ist als das, die ich von ihm gelernt habe, ist die Fähigkeit, das zu beschreiben, was man beobachtet. What many people do is they describe what they think is going on in their mind instead of what they actually observe. Und was ganz viele Leute machen, ist, dass sie beschreiben, was sie denken, was in ihrem Geist vorgeht, anstatt das zu beschreiben, was sie wirklich beobachten. You know, it's sort of like you're mad at me. So ungefähr wie du bist wütend auf mich. And you can get in a big fight over that. Und darüber kann man in einen großen Streit geraten. So how did I learn this? Und wie lernte ich das? I learned it by going to Doksan, and because I was both a psychologist and partially because I was a psychologist, whenever Willekes would give me anything, I would then try to analyze it. Und das habe ich so gelernt, immer wenn ich ins Doksan ging, da ich ja Psychologin bin, immer wenn ich ins Doksan ging und Willekes mir etwas geraten hat, habe ich versucht, das zu analysieren. So instead of going in to describe my experience, I was always going in to analyze it and tell him what it meant. Also jedes Mal, wenn ich reinging, habe ich nicht meine Erfahrungen beschrieben, sondern meine Analyse davon abgegeben. So Willekes would always respond the same way. Willekes würde darauf immer auf die gleiche Art und Weise antworten. Concepts march, concepts ring. Würde die Glocke läuten und Konzept mich anbrüllen, Konzept. So I would leave. Then I would come back, and sooner or later I got it. I could describe things. Und ich würde dann halt wieder kommen und irgendwann früher oder später habe ich es dann gelernt. Now another skill that we teach is the skill of participating. Und eine andere Fähigkeit, Fertigkeit, die wir vermitteln, ist die Fähigkeit teilzunehmen. And participating is a skill that means becoming one with. Und Teilnahme bedeutet eins werden mit etwas. So all of you have been with Willekes, probably have gone through the same thing. Und alle von euch, die mit Willekes zusammen sind, die haben wahrscheinlich die gleiche Erfahrung gemacht. Which is Willekes saying to you, he would say to me, Marcia, he'd be sitting down, Marcia, und die Erfahrung wäre eben, dass er unten am Boden sitzen würde und zu mir sagen würde, Marcia, Marcia, moo. Thank you.
I didn't get it. That's okay. It was a different move. Nimm das Mut zurück. So I know we spend a lot of time with our clients teaching them the idea of how to become. Und jetzt verbringen wir einfach viel Zeit mit unseren Patienten damit, ihnen das zu vermitteln, etwas eins zu werden mit etwas. Instead of stepping back all the time and watching. Anstelle von sich zurückzuziehen und etwas von Ferne zu beobachten. Now a lot of the people I deal with have sort of social phobia and anxiety, so they don't, you know, they have trouble really becoming something. Und einige der Leute, die ich behandle, das sind Leute mit Sozialphobien, mit Ängsten, die eben auch Angst davor haben, eins zu werden mit etwas. So we do a lot of exercises in DBT where we get them to dance, to act out things, to do things like that. Und deshalb arbeiten wir viel mit Übungen, wo sie aus sich rausgehen, auch tanzen und dazu kommen. And I'm sure that everyone who's ever been with Willigis has also learned that. Und ich bin sicher, alle, die mit Williges zu tun haben, haben das auch mal erfahren. I have a million pictures in my mind of Williges getting up and going. Ich habe einfach eine Million Bilder im Kopf von Williges, wie er aufspringt und rummacht und tut und ja. You know, because you can't talk, you have to show. Also, weil wenn man nicht mehr reden kann, dann muss man es vorführen. And I learned from Williges it's good for the teacher to show sometimes. Und ich habe von Williges gelernt, dass es gut für einen Lehrer ist, manchmal Vorführungen zu machen. But I also learned that if you're the teacher, you need to be flexible about what you allow. Und ich habe auch gelernt, dass wenn du der Lehrer bist, dann musst du lernen, flexibel zu sein mit dem, was du erlaubst. So I remember the time I went in and I for the life of me could not get a koan. Und ich erinnere mich an einmal, als ich reingekommen bin und auf keinen Fall der Welt das ein Koan lösen konnte. So I decided that I would lay on the floor and be Veronica Legg. And I was like this. Und ich habe mich deshalb entschlossen, reinzugehen, mich auf den Boden zu legen und einen auf Veronica Lake zu machen und einen auf mundane Schauspielerin. Ich habe mich auf den Boden gelegt und habe mich so verhalten. And Williges just watched. Und Williges hat sich's nur angeschaut. And then he said, "Do you have any other ideas?" Und dann hat gefragt, "Hast du noch andere Ideen?" So, the next thing I learned from him was to be non-judgmental. Das nächste, was ich von ihm gelernt habe, war, nicht wertend zu sein. If there's anything that makes me love sin, Zen is probably that. Und wenn es etwas gibt, was ich an Zen liebe, dann ist es das. But as a good Catholic girl, I was not prepared to hear that shit and gold are the same thing. Aber als braves katholisches Mädchen war ich einfach noch nicht so weit, das zu hören, dass Scheiße und Gold das Gleiche sind. Which Willigas used to say a lot. Und was Williges sehr, sehr oft gesagt hat. And that took me a long time to get. Und es hat wirklich eine lange Zeit gedauert, bis ich das kapiert habe. But teaching non-judgmentalness at the radical level of Zen is one of probably the most important aspects of the treatment I developed, DBT, Dialectical Behavior Therapy. Aber dieser Aspekt des Nichtwertens in dem tiefsten Ursprung, wie er aus dem Zen kommt, das ist wahrscheinlich der wichtigste Bestandteil der Therapie, wie ich sie entwickelt habe. And then I learned the importance of being in the present. Und dann habe ich auch die Bedeutung, die Wichtigkeit gelernt, wie wichtig es ist, im gegenwärtigen Moment zu sein. Which is a good thing, since there is no past and there is no future. Was auch ganz gut ist, da es keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt. How many of you probably know how hard that is to actually get. Und viele von euch haben vielleicht gehört, understand how hard that is to be able to do. Wie schwer das ist, das auch zu durchzuführen. So probably a lot of you've had Williges do this, where he plays the violin. Marcia, it's just this. Viele von euch kennen vielleicht diese Übung von Williges, wo er eine Geige spielt und sagt, Marcia, es ist nur dieses.
And so just to tell you about his kindness, I once was so distressed in the middle of the night at 11 p.m., this is when he was younger, I called him on the house phone and said, would you come down and play the violin? Und nur um euch zu zeigen, wie viel Güte, wie viel Freundlichkeit Williges besitzt. Einmal ging es mir ganz schlecht und er war noch jünger, es war 11 Uhr abends und ich war verzweifelt, habe ihn angerufen und habe gesagt, Williges, bitte, könntest du runterkommen und die Geige für mich spielen? He came downstairs. Er kam runter und hat es getan. Went right back upstairs. Und dann ging er wieder hoch. I felt a lot better. Und mir ging es viel besser. A core component of dialectical behavior therapy, which makes us very different than most therapies. All therapists take phone calls after hours. Ein wichtiges Konzept der DBT ist auch, dass alle Therapeuten wirklich bereit sind, auch nach den üblichen Zeiten noch Anrufe entgegenzunehmen. Now, there are a few others, but I'll only give you my last one, one of my all-time favorite things to have learned from Williges. Und jetzt gebe ich euch noch eins von meinen aller Lieblingssachen, die ich von Williges gelernt habe. This is the skill of radical acceptance. Das ist die Fertigkeit der radikalen Akzeptanz. Which for the patients I deal with is a core skill that they simply have to get. Und das ist etwas Essentielles. Also das ist einfach am Herz der Therapie, was die Patienten begreifen müssen. Now, as many of you may know, but you may not really know it, that if you sit around meditating a lot on a session, you use an enormous amount of energy. Und wie viele von euch vielleicht wissen, ist es, wenn man in Session ist und ganz viel Zeit mit dem Sitzen verbringt, dass es einfach eine enorme Menge an Energie auch kostet. In fact, there's a bunch of research now that it could tell you how many calories you burn. Und es gibt inzwischen sogar Forschung dazu, wie viel Kalorien man in der Zeit verbrennt. So I'll skip the idea that this is a good way to diet. Also vergesst aber die Idee, dass es eine gute Art wäre, abzunehmen. And tell you that it also makes you really tired. Und außerdem erweist sich, dass es einem auch sehr, sehr müde macht. And I was really tired in the morning and at night. Und ich war immer im Morgen sehr, sehr müde und abends. And I wanted everyone, I'm a fast eater. Und ich bin eine sehr schnelle Esserin. And having to sit while these people ate slow. Und während die anderen Leute sehr langsam gegessen haben. And not being able to get up and go to bed. Konnte ich eben nicht aufstehen und ins Bett gehen. Because they took so long to eat. Weil sie einfach so lange gebraucht haben. That it took me a while to figure out that this was a Dharma gate and opportunity for radical acceptance. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis ich auch erkannt habe, dass das auch für mich eine Möglichkeit war, radikale Akzeptanz zu üben. And you'd be happy to know that in all of my sessions. Und es wird euch wirklich freuen zu hören. I give my dear students the chance to practice the same thing. Dass ich all meinen Studenten in meinen Sessions die Möglichkeit gebe, das Gleiche zu üben und zu praktizieren. And I'm sure they're trying to get me. I know they're trying to get me to change my mind. Und ich weiß auch, dass sie versuchen, mich davon zu überzeugen, davon abzukommen. So, I'm going to move into a little bit of science. And I'm going to go a little bit faster, and I'm going to tell you how behavior therapy and Zen go together very well. And I then will tell you the key difference. Und jetzt werde ich ein bisschen auf den wissenschaftlichen Aspekt eingehen und euch zeigen, was eben Zen und Verhaltenstherapie, dialektische Verhaltenstherapie verbindet und was der Unterschied ist. So I'm going to skip defining, because of time, I'm going to skip defining behavior therapy and I'm assuming everybody knows what Zen is. Und ich werde jetzt einfach überspringen, genau eine Definition zu geben, was Verhaltenstherapie ist, und ich gehe davon aus, dass ihr alle sowieso wisst, was Zen ist. So the first similarity is both put a very large focus on the present. Und die erste Gemeinsamkeit von beiden ist, dass sie einen ganz, ganz großen Schwerpunkt darauf legen, in der Gegenwart zu sein. In contrast to many other therapies, for example, DBT does not go back to the past to figure out how you got that way. Und das im Gegensatz zu vielen anderen Therapien, wo es darum geht, zum Beispiel auch in der Vergangenheit zu schauen, um zu ergründen, wie man dahin gekommen ist. DBT focuses on what is maintaining your problems now. DBT, ich übernehme das, das ist die dialektische Verhaltenstherapie, konzentriert sich nur auf das, was jetzt passiert.
Second, both Zen and behavior therapy eliminate the concept of a self. Und die zweite Gemeinsamkeit ist, dass sowohl Zen als auch die Verhaltenstherapie das Konzept eines Selbst eliminieren. Zen says self is a is developed by the brain, and behavior therapy says self is simply perspective, also controlled by the brain. Zen sagt, das Selbst ist nur eine Konstruktion des Gehirns, und Verhaltenstherapie sagt, das Selbst ist auch eine Einstellung, die ebenfalls vom Gehirn entwickelt wurde. So, behavior therapy is very different than most other therapies in that respect. Und in dieser Beziehung, in dieser Hinsicht, ist Verhaltenstherapie unterscheidet sich stark von vielen anderen Therapieformen. Both recognize unity, that all is one and connected. Beides, Zen und Verhaltenstherapie, erkennen die Einheit an, dass alles eins ist, alles mit allem verbunden ist. There's a slight difference here in the fact that Zen recognizes no division between self and other. Und da ist eine kleine Unterscheidung drin, in dem Zen nicht es in Zen keine Unterscheidung gibt zwischen dem Selbst und den anderen. And behavioral therapy says that you can never understand anything outside of the context because we're part of the context we're in. Und Verhaltenstherapie sagt, dass man nichts außerhalb eines Kontextes verstehen kann, denn alles dadurch bedingt ist. So both say you can't separate the person from the context that they're in, or the context from other. Beide sagen eben, dass man die Person nicht von dem Kontext trennen kann. Both recognize, even though there's only one, they still recognize individuality. Und obwohl es eben um die Einheit geht, erkennen sie beide auch die Individualität an. The rug may be one, but it still has threads. Also obwohl der Teppich eine Einheit darstellt, besteht er doch aus Fäden. And both tailor their advice and their help to the characteristics of the person in front of them. Und beide, Zen und Verhaltenstherapie, schneidern ihre Weisen an, individuell angepasst an die Person, um die es geht. Both focus on non-judgmentalness. Und beide legen einen Schwerpunkt darauf, auf das Nichtwertende. Behavior therapy says that all behavior is caused and therefore all behavior should be as it is. Und die Verhaltenstherapie sagt, dass alles Verhalten eine Ursache hat und alles Verhalten von daher so ist, wie es sein sollte. The characteristics of good or bad do not reside in behavior therapy. Es gibt innerhalb der Verhaltenstherapie nicht die Konzepte von gut oder schlecht. Dangerous and not dangerous, harmful and not harmful and other such words do. Aber es gibt die Konzepte von gefährlich oder nicht gefährlich. Both require an unbelievable amount of practice. Und beide, Zen und Verhaltenstherapie, erfordern ein unglaubliches Maß an Übung. In Zen you practice meditation, you practice radical acceptance, you practice Mu. In Zen übst du Meditation, übst du radikale Akzeptanz und Mu. And in behavior therapy you practice new behaviors. Und in der Verhaltenstherapie übt man und übt man und übt man immer wieder neue Verhaltensweisen. Now the practice prescriptions from Zen and the practice prescriptions from behavior therapy are remarkably similar. Und die Vorgaben, die Verbote und Gebote, die es in der Verhaltenstherapie gibt, sind sehr, sehr ähnlich denen von Zen. Bob Bacon, a great Zen master that worked with Willigis, said the first truth is that life is suffering. Avoidance of suffering leads to worse suffering. Und Bob Aitken, ein Zen-Meister, der auch mit Willigis gearbeitet hat, hat gesagt, dass alles, die erste Wahrheit ist, dass alles, das Leben aus Leiden besteht. Und der Versuch, das Leiden zu vermeiden, verschlimmert das Leiden. That statement could have been made by a behavior therapist. Und diese Aussage hätte genauso gut ein Verhaltenstherapeut äußern können. Behavior therapist focuses on exposure to painful cues. Und die Verhaltenstherapie, die konzentriert sich darauf, Leute schmerzvollen Reizen auszusetzen. And blocks avoidance and escape.
und verhindert dadurch, dass man sich der Sache entziehen kann, dass man es ablocken oder flüchten kann. Pat Hawk, a Zen master that Williges sent me to. Und Pat Hawk, jetzt ein Zen-Meister, zu dem Williges mich auch geschickt hat, to look me over. Um mich zu begutachten. I became very close to Pat, and Pat said, practice these things, wisdom, compassion, freedom, as if you already have them. Und Pat Hawk hat dann gesagt, übe diese Dinge oder praktiziere diese, nämlich Weisheit, Mitgefühl und Freiheit, als ob du sie bereits hättest. And then you will find that you always did. Und dann wirst du feststellen, dass dem so ist, dass du sie bereits hattest. A behavior therapist could say that. Und ein Verhaltenstherapeut könnte genau das Gleiche sagen. And now I'll give you my final one, I think. Und jetzt what I find remarkable when I think about it is that Zen masters over the millennium and scientists, particular physics scientists, over lots of time. Und jetzt kommt noch eine Gemeinsamkeit, eine erstaunliche, die sich herausgestellt hat, was sowohl Zen-Meister im Verlauf der Jahrtausende und aber auch Forscher, vor allem aus dem Bereich der Naturwissenschaften, festgestellt haben. Have, as Williges says a lot, come to pretty much the same conclusions about the nature of reality. Und die sind übereinstimmend zum gleichen Ergebnis gekommen, was das Wesen der Realität betrifft. So my question has been for a long time, how in the world did that happen? Und die Frage, die mich ganz, ganz lang beschäftigt hat, wie alles in der Welt konnte das passieren, wie konnte das zusammenkommen? And I realized it's because they use the exact same methodology. Und ich habe es mir dann damit erklärt, dass es daher kommt, dass sie die gleiche Methode der Beobachtung benutzen. Scientists observe reality and then they ask someone else to observe the same thing and they have to agree. Wissenschaftler beobachten ein Phänomen und beschreiben es und bitten dann jemand anderen, das zu beobachten und gucken, ob da das Gleiche beschrieben wird, beobachtet wird. And the same thing is done in Zen. You observe your experience, then you tell someone else, a Zen master or someone further ahead, and they also have to confirm your observation. Und genauso geschieht es im Zen. Du machst etwas, du hast eine Erfahrung und dann gehst du aber zu einem Lehrer und berichtest es und sie melden es dir dann rück, ob sie die gleiche Beobachtung machen. It's very interesting. Und das ist sehr interessant. So what's the difference? Und was ist aber der Unterschied? I'm sure there are others, but the really big difference is the following. Es gibt wahrscheinlich noch andere Unterschiede, aber der wirklich entscheidende, der große Unterschied ist der folgende. Behavioral science looks for what can be known through the senses. Verhaltenstherapie beschäftigt sich damit oder guckt danach, was über die Sinne erfahrbar ist. And Zen looks for what can be known by observing experience, particularly experience from within. Und Zen wiederum schaut danach, was erfahrbar sein kann über die Sinne hinaus. So, it's remarkable that given the two things they're looking at, they've sort of come to the same thing. Und das ist eben bemerkenswert, dass obwohl sie von zwei Richtungen hinkommen, sie zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind. So, thank you. And I hope that if you have other ideas or thoughts or a discussion at some point, we can actually, I would love to hear your thoughts. Also vielen Dank. Und wenn ihr aber noch Fragen und Anregungen habt, würde ich mich freuen, die zu hören. I want to say just one other thing really fast. Ich möchte noch etwas ganz schnell sagen. I know that this is for Williges, but I want to just say, because I've never said it publicly, that another huge impact on my work has been Beatrice.
Und ich möchte das noch sagen, obwohl es ja hier und heute um Williges geht, ein weiterer wirklich großer Aspekt und Einfluss in meiner Arbeit war Beatrice. Because Williges sent me to her dance classes, because I couldn't understand anything else. Weil Williges mich zu ihr ins Körpergebet geschickt hatte zum Tanzen. I've got all of my therapists now dancing. Und ich habe alle meine Therapeuten zum Tanzen gebracht. Herzlichen Dank, Mascha. Es war so lebendig. Es war so lebendig und schön. Vielen, vielen Dank. Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. So viel Lebendigkeit und so viel Kraft ist doch wunderschön zu hören und zu erleben. Ich möchte noch eine Anekdote mit Mascha erzählen, die war so toll. Wir waren ausgelagert in Taunus, nach Schmitten, Williges. Und da hatten wir ein Haus mit einem Foyer vorne und in diesem Foyer waren lauter so Clubsessel. Und Mascha kam rein, schaute sich die Clubsessel an und sagte, ich setze mich auf die. Und dann saß sie im Window, alle auf dem Boden und sie saß im Clubsessel. Und nach dem Session sagte sie, so gut war ich noch nie im Sitzen. Oh, I'm just telling them that I'm sure what they say I did. You have heard only the half of it. I did all sorts of things. Sie sagt, es stimmt bestimmt alles, was wir jetzt über die Mascha erzählt haben und dass es nicht mal die Hälfte von dem ist, was passiert ist. Aber es ist wunderschön, Zen in seinen ganzen Vielfalt zu erkennen, zu erleben und dass alles möglich ist. You know, Doris just said that it's great to experience Zen in all its varieties. And I was the first long-term person. So nobody really knew what to do with me. And then they had another person come who was always upset at me for being happy. This I remember. Ich war einfach der erste Langzeitgast damals auch und sie wussten noch nicht so genau, was mit mir machen sollen. Und als nach mir jemand kam, war die Person irgendwie ziemlich aufgeregt darüber, dass ich so glücklich war, so gut drauf die ganze Zeit. And then I would be outside. I was so happy that I would get up at 5 and go out in the garden and sing. Und es ging mir so dermaßen gut, dass ich manchmal um 5 Uhr nachmittags raus bin und ein Singen angefangen habe. Morgens. Finally, someone came and said, you know, the people sleeping would appreciate it if you would not sing outside in the morning. Und es kam dazu, dass die Leute gesagt haben, also bitte, es wäre schön, wenn du dich zusammenreißen würdest. Es gibt Leute, die um 5 Uhr noch schlafen und nicht singen würdest. That's when I found out I was waking the house up every morning. Und so habe ich rausgefunden, dass ich das Haus damit jeden Morgen aufgeweckt habe. Oh, those were the days. Damals, das waren die Thank Zeiten. You.